Ja, hallo, so zurück auf im Laderaum 4 hier. By the way, die letzten Male waren wir im Laderaum 3, jetzt und dann zweimal im Laderaum 1 und jetzt das erste Mal auch wieder auf der Bühne hier. El Segundo es terrible, it was the first gig here on the stage since the lockdown, so quite a nice opener, I think. Hallo Nexus, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, eigentlich wäre jetzt hier heute, wärst du schon da und morgen würde das Festival durchstarten. Würdest du heute noch für deine Homies und Leute hier kochen? Na, ich habe mir irgendwie angewöhnt, für den ersten Festivalabend zu kochen, für die Crew und Live-Acts und alles. Und das würde ich heute vorkochen, klar. Ja, also wenn alles wäre, wie man das kennen würde, dann wäre heute vorkochen und morgen das Festival, das jetzt nicht ist. Brutal Furore, für jemand, der das nicht kennt, was das ist, was würdest du dem versuchen zu erzählen, damit er zu dir aufs Festival kommt? Also Furore, ich denke mal, die meisten wissen, wo das Wort herkommt, also was das bedeutet, Aufsehen, für Aufsehen sorgen, was Besonderes. Und Brutal ist abgeleitet von dem französischen Wort Bru, heißt Noise. Und Noise aber jetzt weniger als dieses schmale Spektrum von Noise Music, sondern überhaupt jede Art von Geräusch. Okay, also das dann könnte man sagen, das Festival dreht sich um Geräusche oder um oder Artists, die Geräusch machen oder? Naja, dann wird es beliebig. Also dann kannst du dann das jedes Rockfestival ein Geräuschfestival. Ja, genau, ja, ja. Es geht einfach, also mir geht es schon um Klang und um Ton, aber ich wollte schon lange, also früher schon auch mit den kleineren Berliner Events weg von diesen ganzen Schmalspur-Events. Nur Experimental Music, nur Improvised Music, nur Noise Music, nur Power Electronic oder whatever. Ich denke, dass die Grenzen sind so überlappend, dass man da ganz, ganz viel an einem Event zusammenpacken kann, ohne dass es sich beißt. Ja, ich denke, das denken wir hier von der Stubnitz auch, dass man einfach im Endeffekt sehr viel breiter gehen kann, als dass man einfach nur eine Strecke absteckt und die dann irgendwie abfährt, bis sie dann tot ist oder so. Ja. Genau, ja. Du machst das Brutal Furore, das war letztes Jahr das erste Mal, das gab noch einen Vorgänger von... Ja, Primal Uproar. Genau, also insgesamt schon seit 3 Jahren bist du hier mit deiner Nummer? Das wäre dieses Jahr das 5. Mal. Das 5. Mal? Mhm. Okay. Das erste Mal, wir hatten 6 Wochen Vorbereitungszeit, wir haben so wirklich last minute den Termin bekommen. Ich glaube, hier waren mehr Künstler als Gäste an Bord. Ja. Aber alle waren happy, also Besucher wie auch die Künstler. Die schreiben heute noch, oh, we want to play again, we want to come again, it was so great. Ja. And I think that's the biggest quality of it is this wide spectrum. Ja. People meet each other, they wouldn't meet on their normal events where they normally play. Yeah, it's a quite big spectrum of diversity. Jetzt war es Englisch again. Ja. Kein Problem. Ja, ich denke, das ist, oder du erlebst das sicher auch so, du machst in Berlin viele Veranstaltungen, fährst dann fürs Brutal Furore extra nach Hamburg. Warum machst du das nicht in Berlin? In Berlin gibt es keine geeignete Location, die das, also es wäre in jedem Fall ein Kompromiss, es wäre irgendwas mit schwarz gestrichenen Wänden, weil ein Club sieht aus wie der andere. Die Atmosphäre in den großen Clubs, die wird doch immer beschissener und in Clubs was zu veranstalten wird immer teurer, also es ist unermesslich teuer und dieses Event, also mit dieser Menge von Künstlern, das ist nicht möglich. Und dann kommt natürlich dazu, also sowas gibt es kein zweites Mal. Ja, also du hast dann hier mit deiner Crew die Möglichkeit auf 2 Stages, also sowohl im Vorschiff als auch hier, laufen zu lassen und das Ganze ist ja auch gerahmt, also es werden Kurzfilme gezeigt, es geht Site-Specific Art, was kann man sich da darunter vorstellen? So? Das ist ganz unterschiedlich, also es gibt Installationen, die oft sich auf das Schiff beziehen, manchmal auch Live-Ex-Performances, die sich auf das Schiff beziehen, die mit im Prinzip mit das Schiff als Klangkörper benutzen. Ja, ja, also nicht einfach nur Musik, sondern eigentlich ein komplettes Kunstfestival, könnte man sagen, dass sich um alles, was mit Kunst zu tun hat, irgendwo... Ja, also der Schwerpunkt ist schon Musik, klar. Aber auch bei Kurzfilmen, die sind oft so musikalisch und damit meine ich nicht den Soundtrack, sondern einfach nur, wie das Bildmaterial komponiert ist, dass es einfach wert ist, zumindest 1 Stunde pro Abend ein Kurzfilmprogramm zu haben.
Ja. Wir haben gerade einen Kurzfilm gesehen. Welcher war das? Oder von? Oh, den Titel habe ich vergessen, aber der war von Luna Xin. Okay. Und der Soundtrack ist von Ophelia Sullivan. Ja. Die veranstaltet hier das Katharsis Festival. Ja, das ist übrigens auch eine Empfehlung wert an der Stelle mal so. Ja, also wer abseits von irgendwelchen Mainstreamigeren oder auch, ja, wer Bock hat, sich mal auf neuen Sound oder auf andere Dinge einzulassen, da ist das sowohl deine Nummer als auch Katharsis echt ein Ding. Nochmal zu deiner, machst du das irgendwie so, ist das eine One-Man-Show, die du da abreißt oder wie? Oder seid ihr eine ganze Crew an Bookern und verschiedenen Leuten, die das irgendwie organisieren so? Nee, also das Booking will ich mir nicht aus der Hand nehmen lassen. Und dann bin ich natürlich dankbar für alle Helfer. Ja. Aber ansonsten so, das Konzept, das behalte ich schon bei mir. Okay, also du machst das wirklich so, du administrierst das Ding komplett durch, so auch aus einer künstlerischen Denke oder aus einer Freiheit, die du dir nimmst, das so zu fahren, wie du das auch... Ich nehme mir die Freiheit, ich nehme mir das Recht dazu. Und ich komme ursprünglich von der Malerei und so betrachte ich Events und so betrachte ich auch, wenn ich selber auf die Bühne gehe, ich betrachte das alles wie Malerei mit verschiedenen Schichten, verschiedenen Elementen. Ja. Bist du Maler auch, oder? Da komme ich eigentlich her. Als Maler? Ja. Aus der Kunst oder aus dem Häuser anmalen, oder? Nee, das ist mir zu langweilig. Ja. Nee, ja, richtig, ja. Wie ist das eigentlich so? Wie kam das dazu, dass du Veranstalter wurdest? Ich meine, das ist ja nicht was man so sich so lange denkt und dann irgendwann sagt, ja klar, ich veranstalte einfach, oder? Ja, das fing an, das ist über 20 Jahre her, mit einem Freund, auch Maler. Und wir fingen an, etwas zu machen als Kunstprojekt, nannten das Tapetenclub. Wir haben so im Druckverfahren Tapeten gedruckt und damit die Räume definiert, die wir hatten. Es war ein ehemaliger Spielzeugladen, riesengroß, passend. In welchem Jahr oder in welchem Jahrzehnt oder so? Wo sind wir da gerade? Das muss 2000 gewesen sein. Ach, ist gar nicht so lange her dann. Nee, ja, okay. 20 Jahre. Ja. Und da drin dann genug Platz gelassen für andere Künstler zum Ausstellen, aber auch Performanceprogramm, Konzertprogramm. Also auch da schon ein größeres Spektrum. Ja, und da hast du dich selber als Künstler dann auch schon gleich mit reingebracht oder erst so veranstaltet und Leute dazu geholt, oder? Also das Ganze war ja im Prinzip schon ein, also in Richtung Gesamtkunstwerk, dieser Begriff ist ein bisschen schwierig, aber... Aber wir haben schon das alles als Ganzes gesehen. Also wie wir die Räume in Beschlag nehmen, optisch und akustisch und auch mit dem Programm. Okay. Und seither wächst das, gedeiht das und tun sich Kontakte auf und das geht immer weiter einfach. Ja, manche Dinge werden dann einfach irgendwann noch abgeschlossen. Und mein Schwerpunkt kam mehr und mehr auf Musik. Und da wurde ich langsam... Ja, ich wurde irgendwie gelangweilt von der Szene. Damals habe ich sehr aggressiv gespielt, schnelle Beats, schnelle Wechsel, richtig böse. Und für viele Events der experimentellen Musikszene war ich zu laut. Für Techno- und Industrial-Events war ich zu schräg. Also ich war immer zu irgendwas. Ja. Und dann dachte ich irgendwann, okay, dann leck mich doch am Arsch und mache ich meine eigenen Events. Ja. Und such mir andere Leute, die immer zu irgendwas sind. Es gibt so viele großartige Künstler, es ist unglaublich. Und da gibt es so viel, die man zusammenfügen kann. Also heute sieht man zum Beispiel, heute haben wir nur 3 Acts. Und das ist schon ein sehr weites Spektrum. Das werden wir gleich beim nächsten Act sehen. Ja, das ist auch also tatsächlich 3 sehr unterschiedliche Baustellen, die heute da, oder sehr unterschiedliche Sparten, die gezeigt werden so auch. Brutal Furore, wie viele Artists spielen da so in diesen 2 Tagen dann durch im Schnitt oder weißt du das ein bisschen? 33. 33, immer 33? Ja, ich hab's nicht so mit geraden Zahlen. Ah, okay, also immer krumme Zahlen in den 30er-Gefilden irgendwo so. Ja, also es ist schon ein Marathon. Es ist ein Marathon, auch für die Crew. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich das hier machen kann und dass ich die Crew der Stubnitz im Rücken habe. Ja, aber ich glaube, da ergänzt sich auch einiges. Im Endeffekt ist ja so, die Art zu arbeiten oder die Art auch ein Spektrum aufzuzeigen, ist ja auch irgendwie so ein Ding hier, so eine DNA, die auch hier schon eigentlich immer irgendwie gepflegt wird so. Und da passt ja das, was du machst, ja also wie Topf auf Deckel und so weiter. Ne? Also irgendwie schon, ich fühle mich hier richtig zu Hause. Ja. Wenn du nicht hier bist und in Berlin veranstaltest, wo findet man da dein Kram? Also mein, ich sag mal, Homebase für Events ist das Loophole. Das Loophole ist ein kleiner Club in Neukölln, ist jetzt 11 Jahre alt.
Und die bilden immer noch einen Schwerpunkt für Neues und experimentelle Musik. Okay. Und es ist so ein bisschen einer der letzten wie früher Locations. Also alles hat noch diesen wirklichen alternativen Touch und das Improvisierte und nicht gewollt Improvisierte, sondern einfach, weil es nicht anders geht. Und ja, und es wird sehr gut angenommen, der Laden vom Publikum. Ist auch immer mal wieder auf der Kippe und dann gibt es halt Crowdfunding-Events und wir ein bisschen unter die Arme greifen und dann geht's weiter. Wie ist das gerade denn so aktuell? Ist das Loophole da durch die ganze Geschichte jetzt, Corona und so? Also ich habe neulich mit dem Jan gesprochen, der das zurzeit leitet, seit vielen, vielen Jahren. Der sagt, also jetzt wird es langsam eng. Nicht? Eine Weile konnten sie mit Spendenaktionen und so sich über Wasser halten, haben jetzt vor 2 oder 3 Tagen wieder geöffnet. Nur Barbetrieb, klar, und nur Limited Besucher. Ja, ich hoffe, dass die bald wieder Veranstaltungen machen können, dass sie sich halten. Ja. Also für Leute, die in Berlin sind, die die Stubnitz nicht kennen, aber trotzdem noch ein paar Taler frei haben, irgendwie ist das Loophole eine gute Nummer, wo man gerade jetzt irgendwie unterstützen kann und helfen kann. Ne? Dann ist noch dieses, ist mir auch immer wieder untergekommen, Fraction Brewed gibt es auch noch? Das machst auch du oder was ist das? Ja, ja, Fraction Brewed ist eigentlich hinter Brutal Nights, was ich in Berlin mache, und Brutal Furore. Also es geht immer wieder auf dieses Wort Brew zurück. Es gibt in Berlin einen sehr alten Soundart-Verein, der heißt Salon Brew. Und, okay. Und da bin ich Mitglied. Und die Events dort wurden auf der einen Seite immer weniger und dann war auch dieser Anspruch da, das Spektrum war mir auch da zu schmal. Also dachte ich, mache ich mit dem Hintergrund eine neue Veranstaltungsreihe und fing dann an Fraction Brew, ne? Also die Fraktion vom Salon. Und dann hatte ich nach 16 Events keinen Bock mehr. Okay, jetzt reicht's mir. 17 ist meine Lieblingszahl, also machte ich noch ein 17. mit 17 Live-Acts im Loophole. Also auch das ist möglich, in einem ganz kleinen Laden. Okay. Und dann war Schluss. Das war ein Sommer, ich weiß nicht mehr, 3 Jahre vielleicht, 4 Jahre. Jedenfalls stand dann das Loophole vor dem Aus, Besitzerwechsel, Miete verdreifacht. Und dann habe ich Spendenaktion und da habe ich gesagt, okay Leute, ich mache ein Crowdfunding-Event. Damals war Teil der Crew, die stand noch auf Techno und denen hat das überhaupt nicht gepasst, was ich mache. Aber haben gesagt, ja, okay, viel Geld kommt eh nicht rein. Total witzig, die hatten mit ihrem Techno-Event 600 Euro gemacht, ich hatte 900. Eine Woche drauf. Also, also man kann mit Neues und Co. mehr Kohle machen als mit Techno. Das kommt drauf an, wie man es macht. Nicht? Also Lupo ist kein Laden für Techno. Dann kommen ein paar Leute, wippen da ein bisschen rum und also es ist kein Techno-Laden. Er hat nicht das Ambiente und es passt nicht. Ja. Das ist ein Konzertladen. Genau, dann ich würde mal sagen, so du bist dann, oder man hört das auch so ein bisschen hier und da in den Ecken irgendwie schon da, so aus der Szene so tausendsassermäßig schon länger unterwegs, viele Leute kennen dich, liegt sicher auch daran, dass du sehr viel veranstaltest so. Neben dem Loophole gehst du selber dann noch woanders hin oder ist es mittlerweile auch da ein bisschen enger geworden oder so? Ja, doch schon. Also ich gehe auch gerne einfach nur tanzen. Ja. Da ist jetzt gerade wegen Corona ein schöner Laden weggebrochen, das Hangar 49 in einem der S-Bahn-Bögen nähe Janowitzbrücke. Die haben es nicht überlebt. Da gab es eine Partyreihe, Tick, Tanz im Quadrat, so Quadratic Wave-Musik. Ja. Unglaublich schön. Das ist so ein Pärchen aus Italien, die veranstalten das da. Ja, und da einfach nur hingehen und tanzen und gute Leute treffen. Okay, aber das ist quasi jetzt dann schon der ganzen Phase jetzt zum Opfer gefallen im Endeffekt. Na, schauen wir mal. Also die beiden sind sehr motiviert, was Neues zu finden. Ja. Ich habe mir natürlich so ein bisschen Zettel gemacht, sonst fällt mir dann irgendwann nicht mehr alles so genau ein. So. Du bist Berliner schon ewig, schon lange oder sowas irgendwie. Oder wir hatten vorher ein bisschen gequatscht. Du meintest, du kommst eigentlich so fast Berliner aus irgendeinem Nobelkaff oder so. Nobelkaff finde ich eigentlich einen edlen Begriff irgendwie sowas. Kann man schon so sagen. Ich komme aus Kleinmachnow. Und Kleinmachnow war eigentlich schon in den 20er Jahren Nobelkaff. Ja. Und das hat sich nie verändert. Und das ist direkt an Berlin dran so? Das ist direkt an ehemaligen West-Berlin dran, an der Südgrenze. Also wir hatten die Mauer Westen, Norden und Osten. Im Süden begrenzt durch den Teltowkanal mit 3 Brücken.
war es im Prinzip so eine intellektuellen Insel. Ja. Und ziemlich groß, war die größte Gemeinde der DDR. Es waren 15.000 Einwohner circa. Ja. Genau, wenn du dann, du kommst von dort, bist irgendwann nach Berlin, dort viel geblieben, so, wenn du, wie findest du überhaupt so, also die, ja, das sagst du ja selber und wir selber wissen das auch, die Spannbreite der Artists, die du buchst und auch was du so insgesamt machst, die ist sehr groß, sehr weit, ist auch nicht, also alles Mögliche dabei, wie findest du die Acts, kommen die zu dir, weil sie dich kennen oder hängst du viel im Internet und recherchierst oder viel unterwegs und siehst dann wo irgendwo was, oder? Also Internetrecherche überhaupt nicht. Das, gar nicht. Nee, da habe ich, das ist mir zu trocken, zu öde. Entweder ich sehe die Leute irgendwo spielen und lerne sie kennen. Für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich die Leute sympathisch finde. Ja. Ich mag keine Leute buchen, die ich nicht mag. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das macht auch so ein bisschen auch die Qualität der Events aus. Nicht? Da sind angenehme Leute da und selbst wenn alle betrunken sind am Ende, gibt es keinen Streit. Ja, also, ja, ich denke auch, das ist so eine, tatsächlich, wenn die Atmosphäre stimmt unter den Leuten, dann kannst du einen mega geilen Abend wuppen so. Ja. Und da müssen halt, also was dann Diva-mäßig oder sonst irgendwie so, es gibt da immer wieder so Momente, wo es dann schwierig wird, wenn das vorkommt, dann kippt halt auch schnell mal was so. Ja, ja, ja. Genau. Ich meine, man kann, klar, ist nie eine Garantie, du kannst immer einen Penner bei haben, aber der ist dann auch schnell rauskomplimentiert bei ja. sowas. Ne? Das ist, und ansonsten, klar, mich schreiben unglaublich viele an. Und also ich könnte mit der Liste, könnte ich schon jetzt 2 Festivals machen, außer dem, was bereits gebucht ist. Ja. Und dann gucke ich halt, nicht? Dann gibt es so einen Dialog und wenn mir das, was sie gefallen, machen und wenn mir das irgendwie zusagt, dann buche ich die auch, wenn irgendwie die Möglichkeit ist, wenn Platz ist. Und wenn ich dann mitkriege, oh, mit dem nie wieder, ne, dann mit dem oder der nie wieder. Ja. Nicht? Du hast vorher gesagt, es gibt wahnsinnig viele spannende Projekte und Musik da draußen irgendwo zu finden, zu entdecken. So. Und du gehst da nicht im Internet vor, sondern bist unterwegs. Und ja, ich muss da hingehen. Entweder ich spiele selber an irgendeinem Event und sehe einen anderen. Wie ich zum Beispiel Guido kennengelernt habe, ja. letztes Jahr in Leipzig. An dem Abend war er der Opener mit Simone Weißenfels, die das organisiert hat, am Flügel. Und das hat mir schon mal unglaublich gefallen. Unsere Zimmer waren nebeneinander, wo wir geschlafen haben. Und am Ende des Abends kamen alle Musiker auf die Bühne. Das war ein riesiges, ich habe noch niemals in so einer Big Band gespielt, improvisiert. Und ich war ein bisschen nervös, aber es lief unglaublich gut. Also so alle konnten sich zurückhalten und disziplinieren. Und Guido und ich, wir haben danach gesoffen. Ich glaube, ihnen ging es danach schlechter als mir, aber... Und ich wusste, ich werde ihn zum nächstmöglichen Termin einladen, den ich in Berlin habe. Genau, und also ist es ja auch so, dass Brutal Furore das nächstes Jahr stattfindet. Da lässt du auch die Artists jetzt so, weit es geht, oder wird das auch nochmal komplett ein neues Line-up? Nee. Da gehen die Artists natürlich vor. Ne? Ja. Also ich habe die alle angeschrieben und es stehen noch 2 Antworten aus, aber der Rest definitiv ist dabei und dann cool, ja. ist das so. Ja. Ja, also das ist, ich denke, gerade in unserem Geschäft ist Loyalität unglaublich wichtig. Ja, ich denke generell so auch, also gerade was Solidarität, Loyalität angeht, das ist auf jeden Fall immer ein Ding, vor allem wenn man sich schon in der Sparte befindet, so macht es ja dann irgendwann auch keinen Sinn, sich da gegenseitig einen rauszubiefen, so und das, genau. Außerhalb von Neues und experimenteller Musik irgendwie, das ist, was... Hörst du gerade sonst noch vielleicht eine neue, aktuelle Musik? Hängst du da noch dran und guckst, was gerade geht? Oder hörst du halt die alten Platten eigentlich durch? Eigentlich gar oder? Nicht. Also Frank Zappa kann ich jeden Tag hören, zum Beispiel. Ja, geht immer. Frank Zappa geht immer. Ich kann auch fast jeden Tag Ministry hören. Ich höre nach wie vor unglaublich gerne Motorhead. Also auch da, auch mein persönliches Spektrum ist sehr groß. Aber ich höre ganz selten irgendwas in der Richtung, was ich buche oder selber mache. Ja. Ist das dann quasi eher eine Nummer, die live hauptsächlich zündet und auf Retorte zu Hause teilweise schwieriger ist so? Ich kann nicht zu Hause sitzen und nur Musik hören. Ja. Also ich mache irgendwas und brauche dazu Musik und komme dadurch in so eine, ja wie so eine Glocke, wie so eine Blase und kann mich dann auf meine Arbeit konzentrieren und da höre ich natürlich am liebsten Vertrautes. Ja. Genau. Ja, es ist so eine Vorstellung auch, wenn man dann selber mal irgendwann
für vielleicht Leute, die ein bisschen so Gefälligeres, sage ich mal, hören, so, dann denken, die hören da einfach immer nur ihren Krach durch, irgendwie so, ist völlig crazy dann. Das. Naja gut, also ich meine, wenn ich Frank Zappa höre, dann denkt die Familie manchmal auch, oh bitte. Ja. Ja, und Frank Zappa dauert auch seine Zeit, bis man da mal durch den Backkatalog so halbwegs durch ist, ne? Ja, da habe ich selber ein paar Jahre gebraucht, um da wirklich reinzukommen. Und die Einstiegsdrogen finde ich heute teilweise echt langweilig. Aber ja, auch hören will gelernt sein, nicht? Genauso wie Geschmack. Also kein Teenager kann guten Wein trinken. Die trinken alle so ein süßes, klebriges Zeugs, nicht? Also auch das muss man, also das ist so ein gutes Beispiel. Ja. Oder die meisten Teenager würden das Zeug ausspucken, wenn die Kaviar probieren würden. Ja. Nicht? Also alles sowas muss kommen und wachsen so. Mhm. Ja. Also vor Frank Zappa wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, John Cage zu hören. Ja. Aber jetzt geht das. Jetzt höre ich das sehr gerne und ich kann das im Hintergrund hören. Ja. Noch eine Sache zu der ganzen Produktion oder zu live. Also erstens mal, so ein Stream wie jetzt gerade ist ja so eigentlich auch eine echt abstrakte Situation. Hier spielen Artists mit, sind ein paar von der Crew da, ganz wenige Leute, so alles sehr, sehr kühl distanziert, wie es das eh schon seit Corona schon länger so vieles läuft. Und aber hier wird ja quasi auch immer noch alles produziert, also der Großteil davon. Ist das in anderen, kriegst du das aus anderen Spielstätten auch mit, dass quasi deine Gigs oder deine Projekte, die du machst, irgendwie auch direkt gefilmt werden und Dokus gemacht werden? Nee, das ist einmalig hier. Und also ich habe jetzt auf ein oder zwei Streaming-Events gespielt, nur Audio. Das ist irgendwie scheiße. Ich arbeite ja gerade in den letzten zwei Jahren überwiegend mit Mikrofonen und Stimme. Ja. Und wenn da niemand ist, wenn da nur so ein leerer Raum ist und so, das ist all. Ja. Ja, wir finden uns alle noch irgendwie so gerade in der Situation. Man weiß nicht genau, wie ist das? Ich will mich in der Situation gar nicht zurechtfinden. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist und wir wieder. Ich habe jetzt angefangen, Events in Parks zu machen. Ja. Brutal Noise Picnic. Ja, da war das erste lief auch schon unter irgendeiner Brücke oder so. Genau, das erste war am 20. Juni und genau an dem Tag muss ich natürlich pissen. Aber in der Nähe vom geplanten Park und auch nicht weit von uns gab es eine wunderschöne, unglaublich breite Brücke. Und ja, das war ein cooler Erfolg. Jetzt mache ich nochmal eins im Juli und eins im August. Das Datum sage ich jetzt nicht, weil das ist alles noch so ein bisschen. Ja. Die Cops werden langsam sensibel für Sachen im Park. Ja, man muss es, aber so ist es eigentlich auch. Man muss halt wissen, wo was ist und die Leute kennen, dann hat man auch da eine gute Zeit so. Und ansonsten muss man gucken, wie man da dazukommt. So. Ja. Ja. Aber ich brauche diese Events. Ich muss die Leute anfassen. Ich muss das irgendwie. Ja. Ja, das war für uns auch der Grund, im Endeffekt dann doch auch zu streamen, weil wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt hier nur noch seit Monaten die Baustelle sind und nur noch Schiffsbau machen, dann irgendwann kommst du dir ganz komisch vor, dass da eigentlich, wo eigentlich ständig hier Programm ist so und sehr viel Unterschiedliches spielt, dann nichts da ist, das wird dann irgendwann ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Und so hat man immerhin im Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt mal Bands da, Projekte da, man kann sich austauschen. Klar. Und das ist dann schon nachher auch ganz angenehm. Wir sehen jetzt nachher noch gleich weitere Kurzfilme, da gibt es noch zwei Blogs dazu und vor allem, naja, es ist halt eben auch der Vorteil, dass wir hier, oder die Nummer, dass wir hier produzieren und dass wir aufnehmen. Ganz am Ende hast du so eine Compilation zusammengestellt von letztem Jahr. Ja, also es ist eine Auswahl von ein paar Aufnahmen vom letzten Jahr. Genau, also es wird dann hinten raus, es gibt noch zwei Live-Acts, einer ist Nexus himself und dann ist noch Stahlschlag nachher da und am Ende gibt es noch eben diese Brutal Furore Clips von letztem Jahr. Ja, das sind 11 Clips, also im Prinzip Ausschnitte von deren Konzerten und auch die spiegeln das Spektrum nochmal wieder, also von wirklich Voice und Vocal Art, nur Stimme und ein Effekt, bis zu Black Metal. Okay. Ja, wann ist das Festival nächstes Jahr? Ich glaube 9. Juli. Ja. 9., 10. Juli. Genau. Ja. Also da, wenn alles gut läuft und wenn das irgendwie eine Nummer wird, dass da endlich auch, oder ich hoffe auch schon viel früher so, dass da was geht, dann können wir wieder fest mit dir hier rechnen. Oh ja, bitte. Ja, ist genau Fall. Eine Woche nach der Fusion. Ja, schön, dass du da bist, dass wir wieder mal einen Abend hier verbringen können, wenn auch anders wie sonst. Nee, ich bedanke mich. Ja. Mich gefreut, ja. Genau. Ja, dann noch. Machen wir das Beste draus, ne? Genau. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Ja. Aufhören ist ja keine Option. Also dadurch, dass ich mich hier im Monitor höre, habe ich schon so ein bisschen ein kleines Live-Gefühl. Ja, ich tatsächlich auch, obwohl ich das eigentlich gar nicht kenne, ja.